Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 16.01.2021. Es ist Samstag. Es ist schon 21.50 Uhr. Ich wollte nur eine kurze Tageszusammenfassung hochladen, weil ich gestern kein Video gemacht habe. Und heute habe ich eine halbe Stunde gestreamt, aber da hat mir wer reingefuscht, ein englischsprachiger Typ, der mit mir labern wollte, und dann hat sich Daniel auch noch gemeldet. Der stört mich nicht, aber ich habe dann dazwischen Deutsch und Englisch gesprochen und der Chat kann nicht eingeblendet werden bei YouTube. Also würde sich keiner auskennen, was ich da rede. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es nochmal hier auf. Heute war Sonja, heute war die Volkshilfe da. Ich war schon seit 7:30 Uhr auf, weil ich am Vortag um 17:55 Uhr eingeschlafen bin. Ich habe schon eine halbe Stunde im Büro geschlafen und habe mich dann hinlegen lassen und habe von 17:55 Uhr bis 7:30 Uhr geschlafen. Und um 9:30 Uhr ist die Volkshilfe gekommen und war mit mir duschen. Es war jemand ganz Nettes da, der auch gut Haare wäscht. Sieht man. Und das hat mich gefreut. Und dann vor 11, vor 12, ist Sonja gekommen, hat bei uns Mittag gegessen und hat dann die Zeit mit mir verbracht. Wir waren ein paar Mal draußen, weil sie rauchen war. Und der Wind ist ganz schön gegangen und es war ganz schön kalt. Und aber es ging zwischendurch immer wieder, aber es war zu kalt zum Spazieren gehen. Und ich hatte eigentlich ganz gute Laune bis am Abend, und dann habe ich so eine Art Stimmungsknick gehabt. Das kenne ich von früher noch. Da geht's mir dann plötzlich ganz, ganz schlecht. Da habe ich dann Kerstin geschrieben, meiner Psychologin, und die hat mich dann bald zurückgerufen und mit mir um 18:30 Uhr ausgemacht zu telefonieren. Ich habe mit Sonja, außer dass wir draußen waren, meine Nägel neu gemacht, Kaffee getrunken, getratscht und eigentlich viel Spaß gehabt. Ich habe mich zerkugelt, wieder weil sie so blöde Witze macht und so, aber total nett und so. Es war ein schöner Nachmittag bis zu dem Stimmungsknick. Und ich habe sie dann um 17:40 Uhr oder so nach Hause geschickt, weil ich dann müde war. Ich habe mich dann hinlegen lassen. Meine Eltern sind zu meinem Bruder gegangen und ich war alleine zu Hause und habe mit Kerstin telefoniert ab 18:30 Uhr. Und wir haben so einige Punkte notiert, über die ich mit meinen Eltern sprechen möchte. Und es gibt einige Punkte, die ich mit Kerstin, mit meinem Vater klären möchte. Wie wir das angehen, weiß ich noch nicht. Es ist ziemlich kompliziert. Aber er sieht einfach nicht, dass ich mittlerweile fast 30 Jahre alt bin, weil ich das einzige Kind bin, das noch zu Hause lebt oder das für immer zu Hause lebt.
Und da gibt es halt oft Probleme. Und oft, nicht so oft, aber in letzter Zeit gehäuft. Und es tut mir sehr weh, dass ich halt nicht ernst genommen werde und so. Und also mein Vater und ich sind sehr, man würde in Österreich sagen, koscher zueinander. Und das ist auch okay, aber wie ein kleines Kind zu behandelt zu werden, ist nicht lustig. Und da geht es um Nähe und um zwischenmenschliche Beziehungen und um finanzielle Dinge, wo ich einfach nicht genug habe oder nicht die Freiheit habe, die ich brauche oder die ich mir wünsche in dem Alter. Und darüber habe ich mit Kerstin gesprochen und einen Teil davon soll ich jetzt selbst lösen und den Rest macht sie mit mir, wenn ich den Umlauf bekomme und wenn ich so rüber bekomme, wie sie es mir gesagt hat. Sie hat mir auch eine Checkliste geschrieben, was ich halt alles abarbeiten möchte und was ich mir wünsche von meinen Eltern. Und hoffentlich kann ich das lösen. Sonst bin ich. Jetzt geht es mir deutlich besser seit dem Gespräch mit Kerstin. Und ich bin ziemlich müde, weil es schon ziemlich spät ist. Und es war in dem Sinn der ganze Tag. Morgen ist Sonntag, da wird wieder nichts passieren. Weil es so eisig kalt ist und ja. Aber naja. Mal schauen. Wenn was passiert, mache ich ein Video. Wenn nichts passiert, mache ich keins. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Arines, bis zum nächsten Mal.